Wir sind wieder auf dem Platz vor der Kaserne, da wo wir das Buch gefunden haben, das Tagebuch, von dem der erzählt hat über die Unfälle oder den Überfall, die Überfälle, die des Nachts getätigt wurden und eben der ganzen Wache das Leben gekostet hat. Zwischendurch auch verkaufen. Gepäck war doch schon wieder recht voll und habe jetzt auch hier mal vollständige Ätherseele aufgeklebt. Mal gucken, ob es was bringt. Was sind wir denn jetzt hier? Sollten wir vielleicht erst da drüben fertig machen, bevor wir uns nach da kämpfen? Ah, aber wir können hier auch mal durch. Nein, ich will das erst hier hinten fertig machen. Weil da auf die andere Seite werde ich wahrscheinlich nicht mehr zu Fuß gehen. Aber den Hafen könnte man noch fertig machen. Wenn das hier schon quasi ins nächste Viertel geht, in dieses Fleischviertel. Fleischwerke. Immer schön die Türen checken. Ob da nicht vielleicht auch eine offen ist. Oh, da ist wieder ein Haufen Zeug. Und Wächter. Ja, also eigentlich sieht das jetzt damage-mäßig schon viel besser aus. Also ich meine jetzt nicht, was ich an Schaden mache, sondern was ich hier so fresse. Spürbar. Oh, da gibt es wieder was zu sprengen. Oder ist das jetzt eigentlich diese, die Quest-Sprengstelle? Sehen wir gleich. Aber dahinter ist nichts zu sehen. Von dem her gehe ich davon aus, dass das eine kleine Geheimsparte ist. Ein kleines Geheimgebiet. Gucken wir mal gleich. Erstmal hier noch alles aufdecken. Der steht da und guckt mir nur zu. Bin doch bestimmt schon dreimal an dem vorbeigelaufen. Ne? Da muss man doch irgendwo hinkommen zu denen. Wo ist denn da der Eingang? Und was nicht hier unten? Eigentlich hier. Ah! Dadurch, dass... Von den Ätherischen versperrt. Ah, okay. Eine improvisierte Barrikade blockiert diesen Eingang. Dies muss Riktors Versteck sein. Du kannst es mit schwerem Dynamit freimachen. Oh, also gar nicht hier durch, sondern da. Quest abgeschlossen. Ätherstrahlvermittler. Wieder was für einen Twink. Der braucht das Zeug ja eh nicht mehr. Deswegen machen wir da mal ein bisschen mit dem Ordnung. Das war ein großes Haus. Da ist zu verbarrikadiert, da kommen wir aber auch mit dem besten Willen nicht hin. Was Lilanes geleuchtet. Oh, da kriegen wir unser Dynamit gleich postwendend ersetzt. Was wir gerade eingesetzt haben. Ist auch nicht schlecht. Wenn man es gerade nicht dabei hat. Oh, es liegt eins um die Ecke. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Da? Okay, da kommen wir nur rein, wenn wir eben diese ätherischen Schlüssel haben. Oder Zugang. Aber durch die Wand können wir schon mal ein bisschen denken. It's locked. Okay. Dann können wir uns ja jetzt nach da hinten aufmachen. Hier waren wir schon überall. Und ich glaube, geheimen Zugang gibt es hier jetzt keinen.
Lasst mich durch! Und lasst den hier killen. Okay, jetzt machen wir mal den Zugang frei. Vielleicht freue ich mich doch irgendwann, wenn es freigesprengt ist. Drüber. Und da oben geht es noch irgendwo hinein. Das sprengen wir erstmal. Wer weiß, ob wir dann da wieder rauskommen oder wieder woanders. Eine improvisierte Barrikade blockiert diese Straße. Du kannst die mit 3 Stück Dynamit sprengen. Und jetzt können wir hier immer durchlaufen, wenn wir das so gerne möchten. Gucken wir doch mal hier. Sieht auch ein bisschen aus wie eine Kirche. Riesig. Geplünderter Leuchtturm? Also wie ein Leuchtturm sieht das jetzt gerade gar nicht aus. Ich finde, das sieht eher aus wie so eine Kirche. Dass man in einem Leuchtturm so edle Mauern benutzt und so edle Banner aufhängt. Die Frage ist natürlich, ob das fehlübersetzt ist. Wenn man zum Beispiel das Wort Beacon hat, heißt, ich weiß ja nicht, wie es im Original heißt, im Englisch. Beacon wird teilweise tatsächlich falsch übersetzt. Weil ein Beacon kann auch ein Leuchtfeuer sein und das ist ja dann eher sowas wie im übertragenen Sinne. Aber das gucken wir einfach mal. Vielleicht kommen wir tatsächlich auf einer Leuchtturmspitze wieder raus. Aber ein sehr gut befestigter Leuchtturm. Former Hisinus, okay, da sollten wir doch vielleicht ein bisschen aufpassen. Ein paar Dinge aus. Haha, den hat es gerade eingefroren gehabt. Eigentlich hätte ich das nutzen können. Der Blitzer hier. Sind fast stärker als der Boss. Oh, der ist aber 63, also das ist hier schon wieder Herausforderungsgebiet. Ja, ja, lach du nur. Er hat fast gestorben. Guck mal, der hier ist fast stärker als der Boss oder mindestens gleich stark. Hä, war das gerade irgendwie so eine Art Projektion vom Boss? Tatsächlich. Irgendwie sowas. Da geht's nicht, da geht's ein bisschen durch, aber da waren wir schon. Ich erstmal dahinter noch.
falls es da jetzt etwas länger weitergeht noch. Da sind wir wieder auf der anderen Seite. Da sind wir schon durchgelaufen. Und da warten die Gegner. Da haben sie aber einiges gelagert. Also so Kisten und Zeug. Ist doch eher so, so eine Art Vorratskeller. Oder geheimer Schutzkeller, keine Ahnung. Okay. Da geht's wieder raus. Mal gucken, ob wir wieder bei irgendeinem Teppich rauskommen. Oder auf der Spitze des Leuchtturms. Und hier haben sie sich noch provisorisch irgendwas gebaut. Was auffällig ist, also ich denke mal, das Spiel an sich oder das Grundspiel ist konzipiert, so dass man quasi 50 Level spielt. Weil die ersten 50 Level gehen eigentlich relativ flott. Und ich glaube, wenn man das jetzt nicht eben im erschwerten Modus spielt dann weiter, sondern einfach so im normalen Modus weiterspielt, dann ist das wie so eine Art Softcap, oder? Also so ein Softcap, dass man zwar weiterleveln kann, aber es einem gar nicht mehr so wahnsinnig viel bringt. Monmouth Hafen, da kommen wir wieder raus. Also so habe ich gerade das Gefühl. Klar, man kann dann noch Punkte investieren und so, aber die sind ja auch ein bisschen reduziert. Ist ein bisschen wahrscheinlich schon da ausgelegt, dass man schwerer spielt. Aber wie gesagt, ich möchte die Story erleben. Oh, da hinten hat es ein paar Leutchen, wenn ich das richtig sehe. Aber erstmal hier aufdecken. Die sind hier in dem Haus. Na, jetzt wollte ich eigentlich schnell zurück auf der Beinbusch. Mal wieder übereifrig. Wer seid ihr denn, Hiram? Oh Gott sei Dank, bist du hier. Du musst uns hier rausholen. Wir stecken in großen Schwierigkeiten. Beruhigt euch, ich kann mich in Sicherheit bringen. Nee, ich danke dir. Wir wollten nur helfen. Der Widerstand benötigt Vorräte. Ich führte eine Gruppe an, um nach ihnen zu suchen. Ich dachte, ich könnte es schaffen. Ich dachte, ich könnte sie beschützen. Aber als wir angegriffen wurden, bekam ich Panik und befahl jedem zu fliehen. Einige von uns versteckten sich hier, aber wir wurden getrennt. Ich weiß nicht, wo die andere Gruppe ist. Ach, die werde ich finden, aber zuerst müsst ihr von hier verschwinden. Na, schon gut, schon gut. Was immer du tun musst, hol uns einfach hier raus. Und los geht's. Bitte schön. Waren das jetzt gerade so viele? Ich habe gerade plus zwei gesehen. Wahrscheinlich, weil die Games of Chant. Weil die, nur der eine mal eine Markierung im Kopf hatte wahrscheinlich. Ach, das ist hier so eine Art Innen wieder. All clients served. Alle werden bedient.
hier kommen wir schon an irgendwelche Stadtgrenzen wieder, oder? Wo sind wir denn jetzt? Was ist das denn? Das ist der Keller. Nee, was ist das denn? Oder... keine Ahnung, ist das jetzt irgendwas? Entweder ist es ein Fehler der normalen Map, was ich schwer annehme, weil das wäre ja sinnvoll, wenn man eine Map eines Verlieses hier so ein bisschen reinbappt. Vor allem ist das so ein schönes Quadrat. Und wenn ich erkunde, dann ist der Rand ja immer so ein bisschen faded, ein bisschen aus. Was ist das hier? Oh, hier gibt es ein Weinhaus. Da muss man auch irgendwie reinkommen. Also hier sind wir schon eher in Gefilden, wo sie sich's am Feierabend auch ganz gerne mal gut gehen lassen. Bier und Wein. Gediegener Keller. Ja, da sind wir dann wieder unten dran. Also es war mehrstöckig. Aua. Kein Boss, ne? Ist nur so ein blöder Magier. Psst, der hat nichts gesehen. Wieso bin ich denn jetzt hier? Weißt du, ich muss hier einmal rauskommen, um da oben wieder fest zu sein. Ich kann eine Quest abgeben. Das könnten wir doch auch mal machen. Good work out there. The supplies you recovered from the Steel Cap District will help us push the offensive. Kaelin will be pleased to finally get back to work. You can be sure that we will. I'll have Kaelin get started on these right away. Unfortunately, some of our other operatives did not fare as well as you. Geht es da vielleicht um die Wachen, die angegriffen wurden? Ich krieg zwei Sächelchen. Wo wir vorhin das Buch gelesen haben. Was ist geschehen? With the Steel Cap District open to us once more, I asked for volunteers to head out into the war zone and gather any food and supplies they could find, as you have. Unfortunately, several of them did not return. I wasn't sure Hiram and Nadia were up to the task, but they were insistent upon doing their share, so I let them go. What was meant to be a scavenging mission has turned into a rescue operation. Ja, hope you find them before the Ethereals do. Die haben wir schon gefunden. Ich werde auch schon nach Inhalten. Das ist aber doof, weil wir haben doch beide schon heimgeschickt. Finde und rette Hiram. Ach, Nadia noch nicht. Nadia ist jemand anderes. Okay. Any luck out there? Did you find the volunteers out in the Steel Cap District? If they're still alive, I'd check anywhere the Ethereals might have a hard time finding. If Hiram and Nadia were discovered, there won't be anything left for you to bring back. Okay, den einen haben wir schon, den anderen noch nicht. Schau ich gerade mal, die haben alle irgendwie neue Konversationen. Ach, da haben wir ja sogar einen Schmied. Das hab ich vorhin gesucht. Ach, ich kann dir gar nicht genug danken. Wir haben hier draußen in ernsthaften Schwierigkeiten gesteckt. Du hast uns bestimmt unser Leben gerettet. Was habt ihr hier draußen gemacht? Captain Wilfer sagte, das Lager brauche dringend Nachschub. Bevor das alles anfing, war ich Händler, also dachte ich, ich könnte vielleicht helfen. Ich schnappte mir eine Gruppe von Leuten, um die Stadt abzusuchen. Wir waren völlig unvorbereitet. Gleich als wir die Kanalisation verließen, wurden wir umzingelt. Noch bevor wir reagieren konnten, schnappte einer dieser riesigen Dinger, Geoffrey, und zerquetschte ihn. Mühelos. Ich geriet in Panik. Wir konnten diese Dinger nicht besiegen. Wir mussten fliehen. Sie hätten uns niemals da rausgehen lassen dürfen. Zum Glück habt ihr überlebt.
Ich habe meine Lektion gelernt. Überlasse das Kämpfen denjenigen, die darauf vorbereitet sind. Captain Wilfer sagt, wir können immer noch helfen, jetzt da die Basis sicher ist. Also werde ich einen Laden aufstellen. Ich sollte bald bereit sein, falls du an Vorräten interessiert bist. Oder ist der Schmied erst da, seit ich die jetzt befreit habe und hierher geschickt habe? A new blade, the nausea is clearing. I dare say it might be time. Der sagt nichts Neues. Vivian. Wo ist Rico? Du sagtest, er könne mit deinem Riftgate oder wie auch immer du es genannt hast, hierher zurückreisen. Er hat es nicht geschafft. Was meinst du mit, er hat es nicht geschafft? Ist er woanders hingegangen? Nein, er ist tot. Es tut mir leid. Lüge? Er war zu schwer verletzt. Ich konnte ihn nicht mitnehmen. Der ist doch bestimmt inzwischen tot. Wenn ich sie jetzt anlüge, lügen ist nie gut, aber wenn ich sie jetzt anlüge, dann wird sie wahrscheinlich ihren Frieden machen mit der Situation. Aber wenn ich sage, ich habe ihn zurückgelassen und er lebt noch, dann hat sie keine Ruhe, sicher nicht. Und das war ja sein Wunsch, also mache ich die Lüge. Was? Ich dachte, wir hätten es geschafft. Ich dachte, wir würden es gemeinsam schaffen. Ich kannte ihn kaum. Ich meine, wir waren seit der Nacht der Angriffe zusammen, aber ich kannte ihn vorher nicht. Er schien einfach so nett und ich dachte... Jetzt spielt es wohl keine Rolle mehr. Trotzdem danke, dass du uns geholfen hast. Es tut mir leid, dass wir ihm nicht helfen konnten. Ja, okay, also dann ist es ja sowieso okay, wenn die sich jetzt, sagen wir mal, nicht so eng irgendwie verbunden waren, dann ist es auch einfacher. Ich wünschte, Rictor könnte bei uns sein. Ich bedauere euren Verlust. Dann haben wir hier einen Markus. Danke, dass du uns gerettet hast. Ich helfe gern. Weißt du, ich glaube, das ist das letzte Mal, dass ich mich freiwillig gemeldet habe, um zu helfen. Ich arbeite bei den Docks. Ich habe dort draußen nichts zu suchen. Brauchst du jemanden, der schweres Zeug trägt oder ein Schiff entlädt, dann bin ich dein Mann. Aber sobald es zum Kampf kommt, bin ich dir keine große Hilfe. Es ist nicht so, als würde ich es nicht versuchen. Ich weiß nur nicht, was ich tue. Ihr habt bei den Docks gearbeitet? Ja, unten bei Black Iron. Einer der ersten Orte, die nach dem Angriff der Ätherischen fielen. Wir wollten wohl verhindern, dass die Leute aus der Stadt fliehen. Oder verhindern, dass die kaiserlichen Streitkräfte ablegen, um uns zu retten. Eher abbeordern, oder? Die meisten meiner Freunde starben da unten, als die Angriffe losgingen. Wäre Corinna nicht gewesen, wäre ich auch tot. Was ist geschehen? Als die Schlacht begann, waren die Baracken der Wachen und die Black Iron Docks die ersten Orte, die sie getroffen haben. Die Stadtwache wurde dezimiert. Ganze Bataillone wurden abgeschlachtet, während sie schliefen. Das habe ich zumindest gehört. Am nächsten Morgen waren noch ein paar Dutzend von ihnen übrig und in der ganzen Stadt zerstreut. Als der Alarm losging, dass Black Iron angegriffen wurde, reagierte niemand darauf. Wir versteckten uns im Keller eines alten Depots. Als niemand zu Hilfe kam, dachten wir, wir sind am Ende. Die Ätherischen kamen immer näher. Wir konnten nichts tun, außer hier herumzusitzen und über unser Ende nachzudenken. Dann kam Corinna. Corinna kam euch zu Hilfe? Wie aus dem Nichts kam sie mit einer kleinen Gruppe von Wachen. Sie haben die Ätherischen im Nu vernichtet, aber Corinna hat die meisten erledigt. Sie muss wohl fast 100 von ihnen getötet haben. Sie hat sich ihren Weg in unser Versteck freigekämpft. Ich schwöre, beim Grab meiner Mutter, sie ist nicht einmal außer Atem gekommen. Jeder Zentimeter dieser Frau war voll mit Dreck und Blut bedeckt. Das ist unvorstellbar. Ist die Corinna vielleicht auch irgendwie so ein besonderes Wesen? Aber sie hatte noch etwas an sich, etwas, das ich noch nie zuvor gesehen habe. Ein Feuer in ihren Augen, als würde sie etwas antreiben. Was geschah dann? Corinna erzählte uns vom Widerstand, der sich hier versteckt. Und sie sagte, dass sie uns während unserer Flucht Deckung geben würde. Aber wir mussten rennen wie noch nie zuvor. Ich wollte mich nicht streiten. Wir liefen in die Richtung los, in die sie zeigte. Ich drehte mich nur einmal um. Und was ich sah, bereitet mir immer noch Albträume. Sie und die Wachen wurden von allen möglichen Kreaturen umzingelt. Dachte mir, dass es niemand lebend herausschaffen würde. Sie hatte richtig viel zu erzählen. Dank ihr konnten sich die meisten von uns in Sicherheit bringen. Die Wachen fragten, was mit Corinna und ihrer Truppe passiert war, aber wir nahmen an, dass sie ums Leben kamen. Aber in jener Nacht, gleich nach Sonnenuntergang, tauchte sie bei den Toren auf. Ganz allein. Sie sah aus, als ob sie aus der Hölle kam, aber sie war da.
gesund und munter. Eine ganz schön starke Frau. Klingt, als wärt ihr ihr etwas schuldig. Zweifellos. Deshalb habe ich auch zugestimmt, da rauszugehen und Hiram zu helfen. Lebt wohl. Also das ist jetzt einer von denen, die ich gerettet habe. Und die Rivia. Ich kann dir für unsere Rettung gar nicht genug danken. Ich bin froh, dass ich rechtzeitig gekommen bin. Irgendwie finde ich, das war doch sonst immer grau und jetzt sehen die irgendwie so ein bisschen leicht lila aus. Die Zeichen über dem Kopf. Vielleicht habe ich irgendwie einen Knick in der Linse. Reina, ich bin froh, hinter diesen Mauern wieder in Sicherheit zu sein. Das ist gut. So, ich glaube, das waren jetzt alle. Und dann können wir wieder zurück zu der Stelle, an der wir gerade hierher gekommen sind. Beziehungsweise, wo ich gestorben bin. Ja, ich bin gestorben da hinten. Ich schon wieder ganz vergessen. War ich wieder zu übermütig? Ich doch nicht. Aber ich glaube, wie es hier jetzt weitergeht, müssen wir den nächsten Teil angucken, weil ich sehe schon, wir haben schon fast wieder eine halbe Stunde. Also, bis dahin. Wir sehen uns.